Da nicht. Da vorne dann, oder was? Jetzt wäre grün zum Abbiegen. Hier rein, oder was? Interessante Pfadverlegung. So, die Spur geht weg. Den Tank haben wir hier auch. Schön, schön, schön. Painten Sü. Ich hoffe, da halten wir überhaupt. Slow. Ja, ist eine gute Idee. Aber wir sind zu spät dran. Ein bisschen. Geht aber. So, Carpark. Wir sind nicht Carpark. 430 Space. Ist immer noch grün. Cool, cool, cool. Ja gut, um die Uhrzeit. Ist morgens am Zoo vielleicht noch nicht allzu viel los. So, und jetzt? Wendeschleife. Ah, das ist Zoo. Cool. So, dann fahren wir da einmal. Das ist zum Drüberfahren. Das ist zum Drüberfahren. Einwandfrei. So. Habe ich schon mal gemerkt, dass ich den Bus nicht einschätzen kann nach links. Jetzt haben wir ein bisschen weiter vorne, müssen die da ein bisschen auseinanderziehen. Gang raus, Feststellbremse rein, mit eben ein bisschen brauchen hier. Viel Ausstieg und viel Einstieg. Guten Morgen, hallo. Haben wir nicht Aufenthalt? Ne, haben wir nicht. Warum denn auch? Ist ja nur viel Fahrgäste oder so. Und da, so eine Minute Aufenthalt im Fahrplan wäre vielleicht ganz gut gewesen. Gibt es nicht auch eine Kassiersicht dafür? Nö, natürlich nicht. Dann lege ich mit die mal da so runter. Ey, sieht man super. Die Kassiersicht ist klasse. Ja, 20, da wären wir dann bei. 50. Okay. Also die Beschriftung hier stimmt absolut nicht mit den 2 Pfund, 1 Pfund und sowas. Ah, das sind 10 Pfund. Das sind 5 Pfund. Sind das 2, 1. 50, 20, 10 und 5 wahrscheinlich. Cool. Ist ja gut, dass man das auch mal weiß. So. Geht's auch mal weiter. Ja, so eine Minute Aufenthalt hätte ganz gut getan, so fahrplantechnisch. Aber es ist auch nicht immer so viel, dass sie um 5 Uhr morgens, also um 6 fast, schon so viele Leute zum Zoo wollen, das ist natürlich auch interessant. So, dann gehen wir einmal da durch. Exit, ja, genau. Das ist unsere Richtung. So, nach vorne bis dann nach rechts bedeutet. Einmal die Spur hier, Wunderbärchen. Dann war das so ein kleiner Abstecher da rein. Den die Gegenrichtung anscheinend auch macht. Schön, schön, schön. Sonst haben wir sogar 2 Ampeln. Heißt, wenn wir die jetzt hier so zuparken, dann sehen wir die vordere trotzdem noch. Es ist für so kompetente Fahrer wie mich gemacht, dass man trotzdem was sieht. Finde ich soweit eigentlich schade, ne? Also kannst auch nichts anderes sagen. Es ist schon gut. Ne? Es ist also alles andere hätte mich auch ein bisschen. Genau. Hm. Wird dann da auch mal grün? Nö. Wobei, es war eine recht große Kreuzung, von dem ich verstehe das schon nicht. Ich kann das auch tief in meinem Inneren verstehe ich auch, dass ich nicht fahren darf. Ich meine, ich finde das zwar zum einen ist es halt nicht korrekt, aber zum anderen ist es halt auch korrekt. Ne? Das ist ja, man muss es ja auch so sehen. Hm. Ich hätte auch mal kurz was vom Fahrplan gucken können, wenn wir hier stehen. Was Sinnvolles tun vielleicht. Und mal sehen, wie weit wir es noch haben und sowas. So, einmal hier. Ah, die Kreuzung ist ja riesig. Heftig. Aber die will ich mir gerne mal ganz kurz. Sieht mir aber stark nach Splines aus. Aber die ist Hammer, die Kreuzung. Cool. Bravo, bravo. Sagt der Franzose. Was hat der Franzose hier zu suchen? Wir sind in England, Josh. So, wie schnell dürfen wir eigentlich fahren? Vielleicht 30 oder so in der Stadt. So, was haben wir jetzt hier? Da der Auto da links. Links. Jetzt entfernen wir uns wieder von der Straße zum Depot. So, da darf ich aber rein, gell? Ach, Bus Lane. Ich hab gehört, no Entry oder sowas, aber hier ist ja eine Bus Lane. Von dem her dürfen wir das ja. Hoffe ich mal. Nicht, dass noch Gegenverkehr kommt. Das ist jetzt nicht so. Wäre jetzt nicht so optimal. Weil selbst wenn Gegenverkehr kommt. So, ist immer noch Bus Lane. Das ist aber recht eng, gell? Dafür, dass ich den ganzen Bus draufpassen muss und 30 waren da. Ich habe es gesehen. Dann fahren wir auch mit unserer 30, was ja dann ungefähr den 50 entspricht. Sogar ziemlich genauso, weil ich es noch in den Erinnerungen habe. Jo, guten Tag. Also, gleich einen guten Tag. Erstmal aussteigen lassen, bitteschön. Kann ich noch einen kleinen Meter vor. Guten Tag, guten Morgen, hallo. Hat's immer voll? Kann ich mir nicht vorstellen. Sind wir voll? Wartet mal. Echt schon voll, die Karre? Ich habe gedacht, die haben quasi unendlich
Sitzplätze, aber okay, die ist tatsächlich voll. Also im Oberdeck sind ja keine Stehplätze, klar. Aber im Unterdeck könnte man eigentlich ein paar deklarieren. Gut. Weil ich ist ja auch darauf zugelassen, dass da im Unterdeck auch Stehplätze sind. Ich könnte mir vorstellen, dass das so ist. Aber gut, jetzt haben wir halt volle Hütte. Das eigentlich nur mit... Ich habe jetzt nicht mehr die Anzahl der Fahrgäste hochgestellt. Das ist ja standardmäßig, wie ich es eigentlich immer drin habe. So knapp unter 100% meistens. Was ist denn schon so viel? Was darf der? Ich bin über die Kreuzung. Ich bin ein Auto. Tut, tut. So in der Art. Aber es waren noch einige raus, von dem her ist auch okay. So, dann hoffen wir, dass wir da wieder ein paar von denen dann da reinkriegen. So. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1. Was hat er mir gegeben? Ich kann das nicht erkennen. Die Sonne spiegelt da drauf. Ja, das war's, 50er, okay. Morning, jetzt habe ich die nicht durchgezählt, egal. Weißt du, da erzählt er mir erstmal einen halben Roman, was er heute noch so tun will, wo er heute noch hin will. Wahrscheinlich noch, was heute Abend so Abend ist und sowas. Ja, ich möchte gerne eine Reise machen und dann möchte ich aber auch noch irgendwo eine Reise machen. Wahrscheinlich angelehnt an die Frau mit der Tageskarte aus Berlin, weil Standard-Omsi dabei ist. Dass das ein bisschen angelehnt ist. Aber weißt du, der ist wirklich fertig und dann kommt sofort, oh, mein Ticket! Ja gut, ich hätte eigentlich gleich raushören können, dass er eine Tageskarte meint. Interessant ist auch, dass es hier so Return-Tickets gibt. Das ist ja bei uns eigentlich... Mann, was kostet denn das eigentlich mehr? Okay. Ist das überhaupt zum Zurückfahren, weil wegen Return oder eigentlich nicht? Keine Ahnung. Das können wir mal ganz kurz gucken. Nächster Halt ist... Achso, doch nicht. Ich darf nicht auf den Fahrplan gucken. Ich darf das nicht. Nö. Passt einfach nicht zeitlich. So, das haben auch schon einiges los heute Morgen. Über ein Auto. Fisher Street, okay. Dann wissen wir das schon mal. Türchen. Bremse, dann gucken wir mal auf den Fahrplan. So. Die Fisher Street. Wo haben wir sie denn? Payton KFC? Nö. Fisher Street, 6:05. 6:10 ist dann da. Okay, haben wir da drin. Heißt, wir preschen einmal hinfort. So, Stop Request. Ah, warte mal, da oben ist aber auch bestimmt voll das Coole. Hab ich, glaube ich, gesehen, gell? Ja, das, ich finde das voll cool da oben, dieses Bus-Stopping-Ding da. Falsche Spur. Ey, Spieß ist ein bisschen komisch eingestellt. Das sah jetzt eigentlich so aus, als ob ich den gedingst hätte. Okay. Interessant. Boah, ich sehe immer weniger. Ein armer Bildschirm. Besonders, dass ich fertig werde, weil sonst sehe ich immer gar nichts mehr mit der Sonne. Ach ja, was da vorne ist. Es klingt gelb. Ja, der ist schon drüben. Was? Ich bin ein Bad Driver? Ist okay, ich fahre Betten umher. Guten Morgen. Hallöchen. Kommen Sie rein. Wo wollen die denn alle hin? Hier nach Painten oder was? Ja, wahrscheinlich. Oh, süße rote Telefonzelle. So, da dürfen wir auch fahren im Idealfall. Ja, dürfen wir. Und geradeaus auch. Ja, schön. Ach, Speedkameras. 30 haben wir hier, gell? Denke ich mal. Und wenn nicht, dann nicht. Was willst du da tun? Ah, ich gehe einfach wieder vor. Das ist die nächste Station. Werden wir schon mal langsamer. Oh, wir fahren der Sonne entgegen. Ist das nicht schön? Ich find's schön. Ist das nicht schön? Ja, Josh, ist das nicht schön. So, kommen Sie mal rein. Hallöchen. Nicht mehr. Achso, ist voll. Stimmt, da war ja was. Boah, weil das Bus mit so vielen Sitzplätzen voll wird. Naja, gut. Ein paar Stehplätzchen. Naja. Besser ist, wenn wir noch eine zweite Treppe, noch eine zweite Tür gehabt hätten, hätten wir noch weniger Plätze gehabt. Ach, das ist zweispurig in eine Richtung. Cool, cool, cool. Jetzt kam ich mir gerade voll vor wie so ein Geisterfahrer. Ich glaube, ich bin ein bisschen zu weit gefahren. Es geht entschieden zu weit.
Aber cool auch mit den Straßenbeschriften, damit wir wissen, wo wir hin müssen. Painton Bush Station. Nein, ich bin nicht zu weit gefahren. Nur so ein bisschen. Aber der Bus bremst aber auch ein bisschen anders als erwartet. Ach ja. Sollte ich eigentlich noch vom Citybus Simulator gewöhnt sein, aber ich halt schon, ne? Wird dann da auch mal vielleicht grün? Irgendjemand? Also Vorsicht, das ja auch. Wie viele Ampeln wir hier haben. Und wie wenig grün für alle. So viele Ampeln und so wenig grün für alle. Danke. Ein bisschen mehr grün für alle. So, jetzt müssen wir trotzdem schauen, dass wir... Ah, hier sind wir in beide Richtungen. Okay. Alles Einbahnstraße und die parken in die rechte Spur zu. Das heißt, einzig komplette Parkspur. Das heißt, hier kommt auch keiner vorbei, wenn ich hier stehe wahrscheinlich. Muhaha. So. Kommen Sie rein. Kommen Sie rein. Na, kommen Sie auch rein. Ach da, die wollte aussteigen. Okay. Ey, die wartet sogar, bis die von oben ausgestiegen ist. Cool. Ist zwar unrealistisch, weil die Leute drücken sich immer gleich sofort rein. Aber gut. Ist cool, dass das so ist. So slow. Ja, ich fahre schon recht slow. Achso, das ist ein Kreisverkehr. Da blickt man nicht. So, jetzt müssen die Leute, die kommen ja von da. Da ist aber keiner. Das heißt, so ein Säckel. So. Aber recht hubbelig, das Ding. So, hui. Was haben wir da dann noch? Die nächste Station ist aber auch nicht mehr allzu weit, gell? Das müssten wir eigentlich auch gleich. So, rein schon von der Logik her. So, alle mal raus da bitte. Einmal rein, einmal raus. Ein paar Mädchen sind auch noch laufen können, meine Damen. Aber gut. Jetzt haben wir doch Kapazitäten, ist alles gar kein Problem. So, 30 Parkplätze da. Auch geradeaus. Wir hätten keine Vorfahrt gehabt, gell? Aber da war ja zum Glück niemand. So, überall slow. Ja, ich. Wenn ich aber so slow fahre, dann komme ich zu spät. Painton. Ach, Garage ist auch hier, okay. Ich habe das Gefühl, jetzt kommen sie alle und wollen aussteigen. Jetzt sind wir wahrscheinlich gleich da. Ich habe gedacht, die parken da. Tun sie aber gar nicht. Oder doch? Wartet mal. Es ließe sich doch herausfinden. Nee, tun sie nicht. Da ist eine Buslane. Wenn ich Glück habe, komme ich auf die Buslane. Wenn ich Glück habe. Na, nee, da habe ich noch kein Glück, oder? Doch, das passt doch eigentlich. Schön da rechts am Bordstein schrappen. Ja, dann passt das. Ja, locker. Einwandfrei. Da passt das auch. Da, oh. Ja, ne, guck mal. Hehehe. Bisschen weiter hier den Spiegel nicht mitnehmen. Hihi. Busspur. Der hätte ja irgendwie verfahren, das ist jetzt nicht so toll. Aber gut. Dafür durfte ich mich vordrängeln, ist ja auch. Ach, der ist jetzt despawned oder ist er weitergefahren? Eins von beiden, soll mir recht sein. All die haben wir da auch. Ach, cool. So. Bleiben wir mal auf der Busspur. Ist ja für uns, ne? Ist ja exklusiv nur für uns. Der Spiegel bewegt sich. Der Spiegel... Muss mir das Angst machen? Der Bus bewegt sich im Spiegel nach rechts und links. Ist okay. So, Painton und Totten Depot. Jetzt geht das Licht aus. Jetzt schauen wir mal. Wo wir denn rinnen müssen. All Buses da. Ja, all Buses dürfen auch gleich abbiegen. Der Bus bewegt sich wohl. Jetzt ist er fast aus dem Spiegel draußen. Ja, ja, ist okay. Nur weil der gerade schon durch die Gegend rumläuft. Dann bleibt er noch sitzen, bis wir da sind. Das ist jetzt hier die Endhaltestelle. So. Müsst du nicht so früh aufstehen hier. So, jetzt muss ich mich da irgendwo... Genau, einmal hier rein. Ich finde es auch cool, dass man so immer so ein bisschen rückwärts rausfahren muss. Das gefällt mir. Das gibt es ja bei uns eher weniger bis gar nicht. Außer bei so Fernbussteigen vielleicht. Jetzt bin ich aber echt der Kacke reingefahren, gell? Ja, leider. So, machen wir es einfach so. Dann haben wir das schon ein bisschen kompensiert. Sehr. Bedeutet, jetzt haben wir hier wahrscheinlich... So, machen wir natürlich mal auf. Fernlicht aus. Motor aus. Und wie viel Zeit hätten wir jetzt noch? Boah, 4 Minuten ist ja super. Wie viel Pause hätten wir in der anderen Station?
Eine Minute. Ja, mit Pausenzeiten gehen die recht, naja, okay. Was willst du tun? So, wir sind da. Oh, das ist eine Palme. Cool. Also, wie gesagt, vielen lieben Dank fürs dabei sein. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Ich verabschiede mich. Ich sage tschüss, bis zur nächsten Folge. Beim Let's Play um die 2. Ja, und bis dann, macht's gut. Tschüssi.